Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Rogue Galaxy. Ihr fragt euch unter Umständen, wo wir hier sind. Wir sind hier prinzipiell eine Anlegestelle in Murray Glen. Warum sind wir hier? Naja, ich wollte euch dieses Gebiet nicht unterschlagen. Und bevor wir weitermachen, denn wir nähern uns mit rasanten Schritten dem Ende des Spiels, dachte ich mir, überprüfen wir das eben noch auf Schatztruhen. Ja, ich weiß, stinkt langweilig, aber wenn ich schon dabei bin, können wir das auch machen. Vor allen Dingen, ich stehe halt direkt hier. Ich habe natürlich nie behauptet, dass die Schätze jetzt unglaublich gut sind, dass ich das jetzt unbedingt gemacht haben muss, aber... naja. Ich dachte mir, wir machen's. Ich habe auch wieder den Greifenlord als Waffe ausgerüstet. Das liegt daran, dass ich einfach kein besseres Schwert habe. Ich habe Zeo Cycros. Ich habe Zeo Cycros auf den Maximum-Level gebracht, den es haben kann. Das zeige ich dann auch gleich eben mal. Aber selbst auf diesem Maximal-Level ist die Klinge nicht so gut wie alles andere von mir. Naja, ein Großteil von Sachen, die ich habe. Nicht unbedingt alles, aber ein Großteil davon. Was irgendwo schon ein bisschen traurig ist. Das kostet mich jetzt natürlich alles Zeit, aber... ich dachte mir, machen wir es eben. Dreifach Heilung brauchen wir jetzt weniger. So, absolut gar nicht weniger, aber... was halt. Ich muss natürlich auch noch eben schnell das Kostüm zeigen, was man hier kaufen kann. Das ist nämlich nochmal so ein Punkt, warum das hier relativ wichtig ist. Natürlich besonders wichtig, wenn man Kostüme sammelt, ansonsten eben weniger wichtig. Dieser Typ hier, Narzissos. Keine Ahnung, warum er aus der Stadt flüchtet, aber dann irgendwie in der Stadt noch ist. Er hat hier haufenweise gute Items, wenn man halt, ne, solche Sachen braucht. Und der Urteilsschein ist eine... Ne, der Adamonbringer ist eine der Waffen, die wir brauchen für ein... 7-Stern-Schwert, und er hat noch ein Schwertkämpfer-Gi. Nochmal eine Waffe. Waffe sei schon. Eine Rüstung, ein Kostüm für Zegrim. Ja, dann fangen wir doch damit mal kurz an. Wo ich ja jetzt eh ihn einmal tauschen muss, damit ich ihm seine beste Waffe verpassen kann noch. Sehen auf jeden Fall schön aus, ne? So, hier haben wir Dunkle Wolke. Im Englischen viel interessanter, das ist Dark Cloud. Da haben wir eine Anspielung auf die alten Spielereien. Diese Waffe bekommt man durch Fusionierung. Und ich finde, sie ist eine der, ja doch, mit schönsten Waffen von denen, die wir da holen konnten. Den genauen Fusionierungsablauf schreibe ich euch einfach unten rein, denn das ist ein bisschen zu kompliziert, um es jetzt wirklich in einem Video die ganze Zeit zu zeigen. Die Sache ist einfach nur die, wir kaufen 4 spezifische Waffen aus Läden, die kombinieren wir. Die sind, glaube ich, erst alle wirklich ab Kapitel 13 da. Ich weiß jetzt nicht das Angebot von Narzissos vorher, aber... kann auch sein, dass man spätestens machen kann, wenn man auf Narzissos zugreifen kann. Das wiederum wäre, glaube ich, in Kapitel 11. Also könnte man ab Kapitel 11 Dark Cloud herstellen. Ich weiß es nicht. Aber ja, wir brauchen eben Zugriff auf verschiedene Läden. Das hat sich halt jetzt angeboten. Ich habe die Waffe nur halt schon mal hochgetrimmt, deswegen ist es Dark Cloud. Ansonsten muss ich gleich noch Zeo Cycros zeigen. Ich hätte ja auch nebenbei so gehofft, dass hier irgendwo irgendwas Wichtiges drin ist. Sowas wie ein Kristallstab oder so, aber nein. In der Tat, da ist nichts. Der Plan, meiner Meinung nach, sieht jetzt folgendermaßen aus. Wir werden mit großen Schritten direkt zum Finale laufen.
Denn, und das ist für mich vielleicht ein bisschen schlimm, für euch vielleicht auch, wer weiß das schon so genau, da Zero Cycross X in Regenbogenfarben. So, habe ich das auch gezeigt. Also, um mal ranzuzoomen einigermaßen. Da haben wir es. Ist definitiv auch ein schönes Schwert. Kann man auch benutzen. Da sich die paar Angriffspunkte vielleicht nichts nehmen, kann man es wirklich auch sagen, ah gut, sind nur 22 Punkte. Ob das jetzt so wichtig ist, ob das so entscheidend ist, ich weiß es nicht. Ich tendiere dann aber trotzdem zum Greifen, Lotto, gut. Nach dem Durchspielen schalten wir zwei optionale Dungeons frei. Da würde ich sagen, wir spielen das Spiel jetzt so die kommenden Tage durch. Und da der Spielstand dann prinzipiell mich wieder resettet, dass ich jedenfalls vor dem letzten Kampf anfange, kann ich da alles weitere an optionalen Krams erledigen. Wofür ich mir ja auch unter Umständen ein paar Gäste einladen werde, die noch mitmachen wollten. Daher immer noch die Entwarnung für alle, weil irgendwie Panik geschoben wird, dass ich das einfach nicht mache. Nein, ihr dürft mitmachen. Ganz ehrlich, ich greife halt nur ein bisschen vor, damit es ein bisschen schneller geht. Das wart ihr nochmal. Ihr wart die Dinger mit Maske, ne? Mit Schild. Ihr seid eine Maske und ihr habt einen Schild. So. Wenn ich jetzt wenigstens irgendwie mal hier so ein paar Schilde knacken könnte. Ich glaube, ich habe alle. Dann könnten wir den Kampf auch beenden. Es ist furchtbar, meiner Meinung nach, wenn man diese Schilde alle durchbrechen muss und in der Zeit massakriert wird. Fällt jetzt nicht unbedingt bei mir unter den Punkt, ist ja richtig fair. Ist ja richtig unfair. Das ist schon näher. Ja, ansonsten, wir nähern uns jetzt dem finalen Kampf mit Mutter. Ich hoffe natürlich hier auch immer noch auf Drops von Kristallstäben, denn ja, die Gegner hier droppen Kristallstäbe, habe ich gelesen, aber meistens mit einer Wahrscheinlichkeit von 2%. Leider wird diese Wahrscheinlichkeit auch nie größer. Und infolgedessen bleibt mir nichts anderes, als halt zu hoffen und zu bangen. Die Bits, da habe ich ein bisschen vorgegriffen, aber ich dachte mir, den Enthüllungsfluss habt ihr jetzt zu Genüge mal gesehen. Die Bits können auch einen Galaxiekompass droppen. Das ist nochmal ein sehr schönes Item, wenn es um die Enthüllung geht. Ist eben auch sehr selten, aber die Bits unter anderem können das fallen lassen. Mann, macht das halt Spaß. Ich glaube, ihr seht da, was ich meine. Da ist auch dann im Prinzip da. Ja, wow, da ist Kisalo noch gerade gestorben. Da sieht man meiner Meinung nach auch so relativ schnell die Fehler in der Kampfprogrammierung. Was heißt die Fehler, aber da merkt man, was durch dieses relativ offene freie Kampfsystem recht schnell schief geht. Und zwar Taktik kann man hier vergessen und wenn da viele Gegner auf einmal sind, dann ja, ist sowieso schlecht. Ist ein bisschen traurig, finde ich, denn es könnte so viel besser sein, es ist aber eben einfach nicht so viel besser. Ist ein bisschen traurig halt. Das war das erste Mal, wo ich dann auch beim ersten Mal durchspielen so ziemlich angepisst war aufs Spiel. Weil das macht keinen Spaß mehr, das ist dann wirklich nur noch, hoffentlich kann ich ganz schnell diese Schilde entfernen, damit ich irgendeine Chance gegen die Gegner habe, das, ach. Wobei ich hier sagen kann, es wird wohl Sinn machen irgendwie storytechnisch, ne? Hier sind ja natürlich haufenweise dieser Gegner, die mit Rune infiziert sein müssten, vollgepumpt mit Rune, wahrscheinlich Rune zum Frühstück verspeisen. Da kann ich mir schon vorstellen, dass die, ich sag mal, diese ganzen Fähigkeiten haben, dass sie Barrieren haben, dass sie Schilder haben. Das kann ich mir in dem Fall direkt gut vorstellen. Ansonsten würde ich nämlich eher sagen, völliger Schwachsinn hier, das sollte nicht so sein. In 45 Sekunden nur mit Jester beenden. Keine Ahnung, ob Liebesleid dazugehört, aber wir machen es mal. Ja, Herausforderung bestanden. Kisala spielt keine Rolle dabei.
Das ist ja traurig. Ansonsten zumindest die Musik für den finalen Dungeon gefällt mir da doch sehr gut. Kann ich sagen. Ist kein Verbrechen. Nein, aber... sie ist gar nicht verkehrt. Ich hätte mir natürlich jetzt vielleicht einen anderen Ton gewünscht für die normalen Kämpfe hier, aber man kann ja nicht alles haben. Ich fände es natürlich schön, wenn ich nochmal einen Galaxienkompass gedroppt kriegen würde, damit ihr das auch mal vor allen Dingen sehen könnt. Ist ja immer schön, wenn ich euch erzähle, ja, ja, Galaxienkompass. Alles klar. Ich habe jetzt, wie gesagt, ein bisschen vorgegriffen. Ich habe schon mal die Enthüllung so weit gemacht. Die Dinger sehen so aus, als könnte man sie nur mit einem Sprung attackieren. Ist aber nicht so, also könnt ihr machen, was ihr wollt. Ja, wenn mir die Herausforderung noch irgendwas bedeuten würde, würde ich mich vielleicht drum kümmern, aber... nun, dem ist halt nicht so. Mittlerweile, für diejenigen, die es interessiert, ich habe natürlich eine Menge Offscreen machen müssen, aber mittlerweile habe ich so ziemlich meine erste Aufstellung an Killer-Insekten für das Insektron-Turnier. Ob das damit funktioniert, weiß ich nicht, aber das ist zumindest die erste Aufstellung, die ich schon mal habe. Rote Barone und davon 5 Stück, na super. Das ist ja genau so ein Kampf, den ich haben wollte, mehr Rote Barone. Deren Schild ich irgendwie erstmal knacken muss. Macht das einen Spaß? Oh! Gott, die Ironie. Die ist ja fast schon beißend. Das Gute ist natürlich, dadurch, dass ich sie jetzt alle hier habe, muss ich sie nie wieder hinterher sehen, aber... also, zum Gegner farmen. Aber meine Güte. Wie ich diese Kerlchen hasse. Warum greifst du den da an? Gott. Macht keinen Spaß. Also, solche Gegner in der Gruppierung, in der Menge, wobei natürlich jetzt 5 nochmal so eine Nummer schlimmer war, macht keinen Spaß. Gut, dass man halt unendlich Heilung zu diesem Zeitpunkt kaufen kann, egal wo, ich kann vielleicht Dingens nicht kaufen, keine Elixiere, aber abgesehen davon, hängen, ja toll. Gut, dass ich die Dinger kriege, die kann ich dann sofort, oder zumindest eins davon direkt benutzen, zack. Gut ist. Da ist wenigstens mal eine Veränderung da hinten im Hintergrund, das finde ich klasse, da ist mal was. Ah, ich sehe mal irgendwas anderes als Stein und Felsen und, naja, komische Gegner. Maximale Heilung ist definitiv nicht das, was ich mir jetzt gewünscht habe. Aber ja, die Drop-Raten für die besten Items hier für den Enthüllungsfluss sind relativ gering. Ich weiß nicht, ob die Gegner in den optionalen Dungeons hinterher das ein bisschen verbessern. Also erstmal benutzen wir dich nicht, ultimative Schwert. Und zweitens, diese Barone, denen ist das egal. For fuck's sake noch eins. Das ist ja unerbittlich, abartig, nervig. Gott. Ja, ja, und der da hinten hat dann überlebt. Ist so, ist in Ordnung. Ich meine, guckt euch das an. Das ist lächerlich. Ich bin, glaube ich, sogar überlevelt und das ist lächerlich, weil Level spielen relativ wenig Sinn. Ich meine, es tut mir leid, wenn ich da mich ein bisschen aufrege, aber es ist... ich denke, jeder kann mir da zustimmen. Besonders jeder, der das selber gespielt hat, dass das einfach nur sehr, sehr ärgerlich ist, dass man dann da steht. Au, 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 au. Ja, jetzt kann ich einmal seinen Schild durchbrechen. Au, au, au. Nicht unbedingt das beste Gameplay. Definitiv nicht. Rogue Galaxy hat so seine Marke. Trotz allem finde ich, ist es ein sehr, sehr schönes Spiel. Und ich spiele es gerne.
Wow, selbst die perfekte Heilung passt nicht mehr rein. Naja, gut. Es hat seine Marke. Ich spiele es trotzdem wirklich gerne. Es ist ein schönes Spiel. Es hat eine recht gute Story. Man darf nicht vergessen, dass es nicht die beste Story in der Welt ist, aber sie ist auch nicht schlecht. Das ist so ein Mittelmaß. Stufen voraus. Toll. So, ich meine zumindest, die magischen Kämpfer hätten eine Chance darauf, mir diesen Kristallstab zu droppen. Ich glaube aber auch diese Alakazam-Dinger hier, aber... Stattdessen kriege ich den Galaxie-Kompass. Sehr schön. So, dann kann ich jetzt mal deswegen zeigen, was ich hier so habe. Ihr seht Jester mit Liebesleid. Ist soweit fertig. Kisala ist auch soweit fertig. Und dann fangen wir nämlich an. Er bräuchte zwei Kristallstäbe mindestens schon wieder. Ja, er braucht noch zwei Kristallstäbe. Und einen dieser Galaxiekompasse. So. Wir sind bei Zegram. Zegram braucht noch eine Schuppe, er braucht noch einen Kristallstab, dann ist er auch fertig. Digo. Er braucht noch eine Schuppe. Noch eine Schuppe. Militärbatterie, noch eine Schuppe, noch eine Schuppe. Also eine Menge Schuppen, weniger Kristallstäbe. Simon braucht noch einen Kristallstab. Zwei und zwei Schuppen. Hier hätten wir nochmal den Galaxiekompass. Hier auch. Und abgesehen davon braucht er Kristallstäbe. Naja, und Galaxiekompasse und Schuppen. Also er braucht noch eine Menge. Zumal wir hier noch nicht mal angefangen haben. Man darf ja nicht vergessen, dass bei den meisten Charakteren mittlerweile wenigstens alles offen ist. Bei ihm aber nicht. Also ja. Wir arbeiten aber gut dran. Den Kristallstab, den einen, den ich habe, bewahre ich mir zumindest auf, um wenigstens mal einen optionalen Boss rufen zu können. Den ich dann wenigstens verprügeln kann hinterher. Mit Gast wahrscheinlich. Es sei denn, zu dem Zeitpunkt, wo ich aufnehme, ist keiner da. Dann Pech. Aber ich gucke natürlich dann immer... Oh, toll. Das meinten die mit Vorsicht Stufen. Au. Sag mir das doch einer. Also, das Ding hat es mir zwar gesagt, aber ich dachte, die meinten diesen komischen kleinen Abhang, aber nein. So, brauchtest du noch einen? Nee, ne? Du brauchtest nur noch die Kristallstäbe und Schuppen. Du brauchtest den auch nicht. Simon? Nee, du, aber... Dann möchte ich den dann erstmal Lilika geben. Bestien Rufstufe 3. Ich habe die Technik noch nie gezeigt. Es geht im Prinzip wirklich darum, dass sie Kreaturen in den Kampf rufen kann, die dann auf unserer Seite mitkämpfen. Ist ganz unterhaltsam. Toll. Da ist ein roter Baron. Macht direkt den Kampf schon wieder nervig. So. Mit diesem Schlag ist der Kampf dann beendet. Ist natürlich auch super. So, habt ihr das gesehen? Das war ja jetzt aber ein schwerer Kampf. What did freaking do? Und eine Edensia, die wir absolut nicht gebrauchen können. Einfach nur daraus gehend, dass wir... Naja, die Edensia 99 mal kaufen können. Und zwar im Insektron-Stadion. Also, das will schon was heißen, wenn das Insektron-Stadion unendlich viele Edensias hat von diesen ach so legendären Materialen. Ja, da würde ich mir schon Sorgen machen. Ich würde gerade sagen, ich habe keine Ahnung, was ein Tokoroth ist, aber da sie draufhauen und der Schaden nimmt, muss ich das auch nicht wirklich im Detail wissen. So, da sehe ich gerade, hat er seine Waffe aufgelevelt. Beziehungsweise gemeistert. Beziehungsweise perfektioniert, wie auch immer.
Also können wir die Teile hier kombinieren. Und erhalten damit die furchtlosen S. Maximale Verwendung, Verbannung, was auch immer. Hey, steht das bei den anderen Waffen auch? Nein. Müsste soweit, ich weiß, trotzdem so sein. Wenn nicht, dann habe ich keine Ahnung, was ich da gemacht habe, aber... Und ja. Ja, we can do it. Irgendwie. Da ist meine Zeit schon wieder vorbei. Weil das nicht unbedingt schlimm ist. Wir sind ja schon mal weit gekommen. Ich glaube, die kann ich auch alle so wegpusten. I think it. Für einen kurzen Moment habe ich gedacht, nein, kann ich nicht. Dann ging das allerdings weiter und das war dann noch in Ordnung. Okay, ja. Mutters Höhle ist groß, das wussten wir ja. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich laufe gerade in die falsche Richtung, aber das ist im Prinzip ja immer gut. Dementsprechend würde ich mich hier von euch verabschieden, Leute. Kann ich dich einfach verletzen? Ja, kann ich. Interessant. Ja, ich verabschiede mich hier von euch, Leute. Steve verabschiedet sich mit einem schönen Eisaugestrahl an euch. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.